Okay. Ja, so liebe Leute. Willkommen zurück zu Baphomets Flucht 3. Der schlafende Drache. Und oh Na Gott, gut, ja. die The number of the Die phone streckt was sich auch schon gerade, 01 weil sie müde ist. 23 74 80 19. What? Hast du irgendwo draufgeklickt? Ja, ich wollte laufen und hab. War so doof, die WASD-Tasten zu nehmen. Und ich hab nach rechts gedrückt, also A und. Das ist halt angucken. Ich verstehe. Hatten wir Lobino schon angerufen? Nö. Das wollten wir, glaube ich, tun. Perhaps I should make a call. I wondered if Andre might have any ideas. André Lobino? Hi, Andre. My dear Nico, how are you? Having one of my interesting days? I was about to interview a guy when somebody shot him. My God, are you hurt? I'm okay, but the killer escaped before I could stop her. Her? A woman? That's right. And it's not the only strange thing. I think this is more than just your ordinary homicide. Oh dear. Are you off on one of your little adventures again, Nico? Hey, what do you mean? I suppose at least that idiot Stobar isn't involved this time. Andre, I was nearly killed. Okay. Der ist ja noch schlimmer als sonst. Ich muss gestehen, so wie Bild als auch Ton hängt dieses Mal bei der Übertragung ein bisschen. Echt? Dementsprechend, ich muss den Text unten drunter lesen, also. Aber ich krieg's ja mit. Den Text kann ich ja lesen. Das tut mir sehr sorry. Ja, nicht so tragisch. Die Rätsel ist ja ausreichend. Ich muss mir halt vorstellen, wie er flüssig redet. Trouble is, I can't find any leads to follow up. The killer must have left a trail of some kind. Search the whole area for clues. I'll see what I can turn up. Aber sie hat immer noch die französischen Akzent. Ja. There's a safe in the apartment, hidden under the floor. In the coder's apartment? That's right. Seems to me you need to find the combination for that safe. Danke, Wow. Lobino. Hilfreich wie immer. Nicht. Andre, I'm going to get back to the investigation. Okay, Nico. Oh, and what I said earlier, I'm sorry. Don't worry, Andre. I ask for it sometimes. But you know, George, he was a lot of things, but he was never an idiot. If you need my help, be sure to call me. Also, da muss ich Nico jetzt mal so rechtstutzen, das ist Quatsch. Also, George war mehr als einmal ein Idiot. Oh ja. Aber das lag daran, dass wir ihn gespielt haben. Ja, das stimmt. So, was war das hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich will es mitnehmen. Ach, Das war das der Safe. Bankding. Ah, der ist The so. combination could be the same as the number on the statement. But that slim hope vanished as soon as I keyed in the numbers. Damn! Okay. Das heißt, wir müssen eine Nummer finden für den Safe. Ja, ist im Kühlschrank. Stimmt. Ne, den Kühlschrank konnten wir ja nicht nochmal aufmachen. Da hat sie sich ja bloß beschwert. Ist hier. Ne, da war nichts mehr drin. Das hatten wir ja. Kühlschrank wollte sie ja bloß sagen, dass der ihr das Leben gerettet hat. Ah, okay. I couldn't hear Ja, anything. rausgehen will ich, glaube ich, nicht. Ich weiß gar nicht, was sind das für eine Tür? Keine Ahnung. The door was pretty plain looking. Machen wir einfach mal auf. Badezimmer. The wash basin was surprisingly clean. I'd always dreamed there were men out there capable of cleaning the toilet, but he wasn't one of them. Oh. Ich weiß nicht, was da Some los things ist, I just aber didn't need to examine. gerade im Moment kannst du mal kurz dein Internet kontrollieren, weil sie hängt und dann rennt sie und dann kann er Ja, nicht ich mal mehr bin die in meinem Szene sehen. Elternhaus, da kann das zu Problemen kommen. Ah, okay, The picture was a deswegen. pleasant touch. Another Steve Jobs original. Achso, das hatten wir ja schon. Ja, ich kann gleich mal gucken nach dem Part. Den musste jetzt leider noch durchstehen. Ja, alles gut, alles gut. Ja, und von hier sind wir gekommen.
The wardrobe was stuffed with unwashed clothes. Disgusting. Warte mal, ich kann hier aus dem Fenster schauen. Vielleicht sehen wir was. I could see the street outside. Danke, Nico. Whoever did the dusting here never got round to the TV. Ja, vielleicht hat er ja bei seinem Bett was liegen. Aha. Cold Singapore noodle with tea bag. Gross. Das hilft uns leider mit der Nummer nicht. The door led to the rest of the apartment. Nützt uns jetzt leider herzlich wenig. Normalerweise hätte ich gesagt, vielleicht die Telefonnummer oder so nochmal probieren. Aber das will sie ja nicht. The computer had been wrecked. The computer was badly damaged. Was sind da unten? There was nothing else to be found on his body. He was dead. Okay. Very dead. Ach, die englische Synchro ist so super. He was dead. Very dead. Ja. Was habe ich nochmal durchgeswitcht? Weißt du das noch? Oh, guck mal. Nee. Ich weiß es leider auch nicht mehr, mit was ich durchgeswitcht habe. Was hab? Ah nee, ja. Das war doch Q oder E oder sowas. Keins davon? R? Nee. Also du hast auf jeden Fall. Ah nee, das war was? Y und Z? Nee, auch nicht. Okay. Dann musst du kurz in die Steuerung reingucken. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nämlich leider auch nicht. Ich finde bloß den Knopf, um sie tanzen zu lassen. Ja. Ja, ich meine, auch es wäre einer der Knöpfe gewesen. Gut, dann müssen wir kurz nochmal in die... Es tut uns leid, wir haben jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen. Inventory Spacebar, Creep, Left Control... Creep ist auch... Page Up... Habe ich das nicht geändert beim letzten Mal? Ja, aber wahrscheinlich hat er das nicht gespeichert. Nicht gespeichert. So. Ja, jetzt kann man das nämlich. Position hoch, okay. So sehe ich aus. Also, was ich dir einfach raten würde, geh einfach doch mal raus, weil wir glauben, wir haben alles. This was one serious binder collection. Du sagst, wir sollen rausgehen. Kann ich hier nicht noch irgendwie. Warte mal. Waren wir hier auf der Seite schon? Vielleicht können wir hier noch was mitnehmen. Who needs ornaments when you've got a TV? Vielleicht hat er hier in seiner DVD-Sammlung den Code versteckt. Ach, da ist noch eine Tür. Ich glaube, das ist der Ausgang. I couldn't hear anything. It was Vernon's front door. It led back out to the hallway. Ja, okay. Ich würde mal hinter die Tür gehen, ja. Oder nochmal auf dem Balkon, da wo du reingekommen bist. Dann vom Balkon bin ich ja aus dem anderen Zimmer gekommen, aus dem hier. War ja hier drüben der Balkon. Ja, aber irgendwie macht das keinen Sinn, der Balkon. Nee. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal der Dame nach.
Dame noch, okay. Ja, sie hat auf uns geschossen, da will ich ihren Besuch abstatten. Wo ist er denn hin? Die war in der Küche und ist dann raus. Er hat doch auf uns geschossen und ist dann hier rausgerannt. Ich muss bloß nochmal gucken, dass wir auch ja nichts vergessen haben. So, hier ist er raus. Und hier haben wir ja ihre Spur verloren. Ja, hier ist ein Balkon. Und jetzt klopfen wir einfach bei den Nachbarn. The door may have been too thick, but I couldn't hear anything. The door looked well made. Just another locked door. Ah, okay, dann weiter runter. Nachbarn darf man also nicht nerven. Finde ich sehr schade. Hier ist Müll. Okay. It was a typical trash can. Müll ist gut. Guck dir den Müll an. When in doubt, search the trash. But there was nothing of interest. Nichts Interessantes. It was a typical trash can. Da unten liegt was garantiert interessant ist. Aber zuerst gucken wir in den Müll. But not in there. It was just an old sheet of newspaper. Egal, nimm mit. But you never know what might come in handy. So, sollen wir mal in unser Inventar gucken? Was haben wir denn jetzt alles? Bank Statement, wir haben die Newspaper. Können wir uns die vielleicht mal angucken? It was the front sheet of an old newspaper. The paper had more stories about strange weather around the world. Okay. It was the card I'd found on the dead guy. His phone number was 01-23-74-80-19. Guck dir mal weiter um. Guck dir mal weiter um. Yes. The drainpipe looked old, but sturdy. Kann auf jeden Fall daran was machen. Ich würde da jetzt nicht hoch. Nein. Erstmal unten um, bevor du da jetzt hochkletterst. Ja, ich bin eh nicht so weit gekommen. The pipe was broken. The pipe was broken. Ja, sehr schön. Pipe. Ist aber ein guter Hinweis. Oder? Das bedeutet nämlich, sie kann da nicht hochgeklettert sein, um zu entkommen. Das ist richtig. Nothing special about this door. Außer Nico ist fett geworden. The door may have been too thick, but I couldn't hear anything. I couldn't open the door. The wooden gate looked very sturdy. Soll ich hier durchgehen? Kann ich hier durch? Mach doch. The gate was locked. Oh. Warte. Okay. Hey, geh nochmal zurück in die Gasse. Ich will mir nochmal die Gasse genau angucken. Ich kann rennen. Irgendwie. Oh, du kannst rennen. Okay. Kannst du da trotzdem nochmal hochklettern? Kommst du vielleicht über die Mauer? I couldn't climb it now, the pipe was broken. Naja, jetzt wo es kaputt ist, kann sie nicht hoch. Habe ich irgendwas dabei, okay, mit dem ich das stabilisieren kann? Naja. Es mag jetzt doof sein, aber ich möchte nochmal bitte rein. Jo, mach das. Oh, ich habe gerade nicht sprinten gedrückt. Sie klettert schnell. Shut fast and wouldn't open. Ich möchte nämlich gucken, jetzt wo wir uns die Business Card nochmal angesehen haben, vielleicht funktioniert die als Passwort. Ah, okay. Under the floorboard was a small safe with an electronic lock. I could have hit buttons at random, but getting the combination that way would have taken weeks. Okay, nee, nimmt sie nicht. Dann müssen wir uns unten nochmal umsehen. Oder wir müssen nochmal in vorne ins Treppenhaus. Was mir noch einfällt. Hm? Ist, wir müssen auch bei Gegenständen gucken, ob wir sowas wie jetzt bei dem Ding mit Leiter, weil bei den
bei dem Balkon hatten wir ja zum Beispiel das Klettern. Da kannst du ja auf irgendwas draufsteigen oder so. Ja, ich guck schon immer. Es gibt ja die Symbole unten rechts. Immer an die Mauer, weil die ist ja ein bisschen flacher. Du bist gut. Was ist denn da oben drauf? Habe ich schon geguckt, kann, macht so nichts mit. Okay. Also auch auf der anderen Seite runter oder nur auf der Seite wieder? Ich kann auf beiden Seiten runter, aber ich kann hier noch höher. Oh, das ist ja nice. Aber hier komme ich nicht weiter. Hm. Ja, dann, wenn wir ja sonst nicht anders da reinkommen, geh mal rein, rausklettern, dann kannst du ja wieder. Ja. Da müssen wir erstmal. Okay. Was mal los? Oh, das war's. There was a dark wig lying on the ground. Oh, das ist eine Perücke. Oh, okay. What have we here? It was a wig, an expensive one too. Eine but teure more important, Perücke. It was an exact copy of my own style. Oh. Eine teure Perücke, die ihren Stil kopiert. Mhm. Die Täterin, die hat sich ja als Nico ausgegeben. Dann kommt man noch was finden von der Frau. Die wird ja nicht nur die Perücke hier gelassen haben. Ja, aber irgendwie. Er hat halt gedacht, hier kann ich was dran machen, aber. Kann ich nicht. Hm. Hier vielleicht den Baum hoch? Ne. Aber es ist irgendwie das Einzige, was hier ist. So wahrscheinlich, weil ich dagegen gerannt bin. Ja, dann setzt er wieder zurück, wenn du nichts machen kannst. Haben wir halt jetzt ein paar Haare gefunden. Ja, eine Perücke, also ist besser als nix, ne? Das ist richtig. Will ich auf die Straße rennen. Einfach jetzt direkt vor ein Auto. So. Ja, einfach überfahren lassen. So. Wirklich? Kannst einfach wirklich so auf die Straße rennen? Ja, das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Wir haben für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Freiheit. Ja. Kann hier halt echt. Ist eine Person irgendwas? Geh nochmal auf die Straße und guck mal, ob da irgendeine Person ist. Nein, nicht rausgehen. Ja, ich wollte bloß gucken, ob es geht. But decided to remain here. So, was haben wir denn da? Da jemand hat eine Frau. Lass mit der reden. Vielleicht hat die ja die andere Frau gesehen. Bonjour. Yes. I wonder if you can help me. I doubt it. And anyway. I'm on duty. It's pretty quiet this morning. It's Sunday. What do you expect? Dark-haired woman. Yeah. Did you see a young woman run past earlier? No. Are you sure? She shot at me with a pistol. What kind of pistol? How should I know? Bah! Then why should I help you? Was ist für eine unfreundliche Frau? What? Haben Sie jemanden gesehen? Eine junge Frau. Nö, habe ich nicht. Die hat auf mich geschossen mit einer Pistole. Was für eine Pistole? Das weiß ich doch nicht. Ja, warum soll ich Ihnen dann helfen? Was ist das für eine Polizistin? Do you happen to know a young computer programmer called Vernon? Does he have a car? Not that I'm aware of. Then it is highly unlikely that I have met him. Okay, und offenbar lebt sie nur für ihren Job, weil wenn er kein Auto hat, hat sie ihn nicht gesehen. Okay. Take a look at this wig. Very interesting. As wigs go. I found it. Well, aren't you the clever one? It belonged to the killer. The woman who wore this has just killed someone. Fascinating. The man who just parked here is going to get a ticket. Please, madame. I'm being serious. Lass, von der kriegst du nichts. Die ist einfach doof.
Ja, die ist Thanks echt. for your help. Goodbye. Guck dir aber mal die Perücke an. Das wird mich mal interessieren. Was der jetzt bekommen. The label inside had been cut out. The killer had covered her tracks. Almost. There were a few strands of blonde hair inside. So the woman I'm after really has blonde hair, not black. Ah. Sehr gut. Okay. Und an der Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Eine Blondine suchen wir. Ja, wir fragen einfach mit Blondinenwitzen rum und die Person, die nicht lacht, verhaften wir. Deine Option. Gut, Leute. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Baphomets Flucht 3, der schlafende Drache. Bis dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal, ciao.